Hallo ihr Lieben, yo. Euer Girl, Cecilia und wir sind fast im Barbie. Willkommen zurück zu Guild Wars. Wir haben Dürre besiegt und den Hunger. Der Hunger wurde voll oft angeteasert. Oh, ich werde eure Seele verzehren. Ich werde euch auffressen. Ja. Und er konnte einfach nichts. Er konnte einfach nichts. Nur ein bisschen tanken. Das ja, war's. War echt nix. War nix. Mann, war der schwach. Und jetzt kommt mein Lieblingsquid. Er mag das nicht. Aber ich finde ja auch so immer viele verschiedene Farben, fancy Outfits. Und das ist ja Barbie auch. Orientalisch, fancy. Und du hast nicht zu sehr wüst, du hast so ein angenehmes, warmes Gebiet. Ich finde das so toll hier. Boah, I love it. Viel zu warm. Und hört genau hin. Der beste Soundtrack im Spiel. Ich liebe ihn. Das ist mein Favorite. Und hier habe ich die Gebiete am meisten gern geklärt. Das war einfach so chillig. Du rennst hier rum, ist eine wunderschöne Atmosphäre, voll viele Gegner auf hier fort und dieser Soundtrack, der gerade weg ist wegen Kampfmusik. Mann, ich wünschte, man könnte die Battle-Musik ausstellen. Ich glaube, die Battle-Musik, wisst ihr, wer das aufgebracht hat? The Legend of Zelda, Ocarina of Time. 1998. Das war so das erste Spiel, was atmosphärische Musik hatte und Battle-Musik. Boah, die gehen ja gar nicht durch. Ja, wegen dem. Der ist actually ein ganz guter Heiler. Obwohl er in den Nahkampf geht, voll seltsam. Weil er geht nur teilweise in den Nahkampf. Der Typ hat halt heilende Berührung. Er muss zu den Freunden hingehen, um die zu heilen. Zweck. Ich liebe den Soundtrack so sehr. Nein! Mein Handflächenschlag wurde wieder verlangsamt oder deaktiviert. Ich kann nichts. What happened? Was passiert? Dass du wieder Dings gekriegt hast. Also, dass er unterbrochen wurde. Ja, aber ich habe ihn wieder. Ich frage mich, wer es gemacht hat. Ich glaube, das waren die Fallläufer, die könnte ich auch deaktivieren. Muss ja. Können die. Ablenken. Ablenkender Schuss oder so heißt er. Richtig gut. Einer der besten Waldläufer-Skills im gesamten Spiel. Ich spreche mit Kehani. Die sitzt da so. Wir sollen immer noch die Fürsten auf unsere Seite sehen. Varus dreht komplett durch, hat geführt, die Hälfte der Armee Kornes mit irgendwelchen Dienern Abaddon schon ersetzt. Die wird immer verrückter. Die Story ist am eskalieren. Ohne Witz. Oh, ich liebe das Gebiet so sehr. Das werde ich jetzt die ganze Zeit hören. Oh, ich liebe es. Auch noch cool ist das Azura-Gebiet, wo Weg herkommt. Das ist quasi ein Dschungel mit Dinos und voll der schöne Dschungel. Ja, was sind das eigentlich für Viecher? Der Typ sieht aus wie ein Pokémon. Schon damals immer gesagt. Ohne Scheiß. Dieser Behemoth. Ein bisschen, ja. Schon, ne? Nein! Den Typ habe ich gehasst. Weißt du warum? Welchen? Den Grabesfluch. Der klaut die Leichen, macht selber Tina daraus. Oh. Ja. Dark Lord RTX möchte die Hausadresse machen. Nee, es setzt zumeist zwei Gerüchte. Der Dunkle Lord wird zurückkommen, aber nicht in Ilona. Das heißt, wir spielen mit zwei Nekromanten. In Ilona nicht. Der Meister Gerüchte ist doch cool erneut voll, oder nicht? Finde ich schon. Naja, der coolste Held, der kommt so noch. Gar nicht mehr so lange, Leute. Bald haben wir. Nein! Scheiß auf die Derwisch, für diesen Grabesfluch töten. Nicht, dass wir der Knochen ihn beleben macht. Er ist tot. Keine Ahnung, ich mag die Derwisch-Klasse am wenigsten.
Irgendwie Wack brauchst du nicht. Haben ganz gut Verzauberung, gute Ergänzungsklasse. Aber so als Main-Klasse. Ja, das mag ich nur auch. Nur der Fangirl. Tatsächlich meine unliebsamste Klasse in Guild Wars. Jetzt kommen diese Nervenkäfer. Echt? Da gibt es ganz viele Versionen von. Oh nein! 75% Blockchance, by the way, ne? Es geht nee, schon wieder los. Schon wieder. Ja. Aber nicht, aber die, nur die Regen. Nur die Regenkäfer. Goodbye. Oh Gott, die machen so verstörende Geräusche. Bye. Wir müssen noch richtigen Umweg nehmen. Wenn ich durch das Wasser komme. Tja, Guild Wars 1 kannst du nicht schwimmen. Erst in Guild Wars 2. Kauft alle den zweiten Teil. Nein, tut es nicht. Tut es nicht. Alt Guild Wars 1 gespielt haben, mögen Guild Wars 2 nicht. Zumindest die Masse nicht. Bam. Ah. Warum greifst du Regenkäfer an? Willst du selbst herausfinden, wie nervig das ist? Oh, jetzt geht's wieder los. Geblockt, ne? Geblockt. Siehst du? Und vor allen Dingen mit den komischen Skillblocken, die mit Flucht. Aber die fliehen ja gar nicht. Das ist ja der Witz. Das ist einfach Ironie pur. Hier. Du hast schneller unter eine Blockchance. Und kann es fast komplett aufrechterhalten. Oh. Die absoluten, absoluten Anti-Stier-Gegner. Was ist der Seher? Der Schwächste. Oh Gott. Aber ich muss den Priester zerstören erst. Sorry. Priesterin. Ich finde es so dumm. Das ist halt ein Girl und da steht Priester. Er gibt null Sinn. Warum steht da nicht Priesterin? Waren die zwei Buchstaben so viel? Vielleicht. Misgendert in der kornischen Armee. Die Arme. Die sind nicht, die sind leider nicht so wie Dominos. Oh Gott. Dominus wird jetzt ein Meme. Falls ihr euch nicht so erinnert, 3 Stunden auf Pizza gewartet, nie angekommen. Aber groß angepriesen bei Google LGBTQ-freundlich. Ja, was das auch immer bedeuten cool. soll. Ja, der Witz ist ja, wie fest bin ich auch lesbisch asexuell. Aber steht mir das auf dem Gesicht geschrieben, wenn ich da reingehe? Oh ja, du bist Cecilia, du bist ja lesbisch. Du bist besonders empfangen. Das steht mir nicht auf dem Gesicht geschrieben. Richtig? Das ist so weird. Ich check's auch nicht so wirklich, nee. Was das bedeuten soll. So, oh, wenn sie in dieses Geschäft kommen, dann können sie sich ganz sicher sein, dass wir sie nicht dissen. So, oder irgendwie. Ja, hä? Gefühlt. Oh, das ist aber was Besonderes, dass sie sich damit auszeichnen können, dass sie einfach keine Arschlöcher sind. Wow. Wow. Ja, echt. Du hast es auf den Punkt gebracht. Ja, muss man schon mal ein Lob aussprechen. Ne? Also. Und gefühlt sind es wahrscheinlich ein paar Klicks, dann hast du das bei Google da stehen. Locker. By the way, diese Markwohneter sehen halt voll gefährlich aus. Waren aber bis jetzt noch nicht so scary, ne? Fand ich halt jetzt wie auch normale nicht. Gegner. Aber ich kann euch sagen, wer scary ist. Der Markwohneter Elementarmarkt, ja. Weil die actually einen richtig coolen Blitzbild haben. Und Blitz geht durch die Rüstung, Blitz wird im PvP benutzt. Super nervig. Was ist das denn für eine Unterdrücker? Ich glaube, den tötet man nur. Goodbye. Goodbye. Ciao, ciao. Oh, da hält aber ganz schön was aus, ne? Der will gar nicht sterben. Da ist ja noch ein Boss. Stimmt. Derwisch-Boss. Da ist so eine Schriftrolle. Ich habe immer gesagt, was ist das denn für eine Schriftrolle? Und hast du gesagt, das ist ein Fokus. Genau so eine meinte ich. Ja. Ach nee, Hexenmeister. Ich weiß nicht, wie die Magier hießen. Auf den müssen wir uns in Acht nehmen. Oder noch besser in 9 nehmen. Nicht 8, lieber 9. Wow.
und Schwupsi. Mann, wann geht der denn endlich mal kacken? Der Ex-Meister, der live gehen. Live train, live gehen. Zack. Mit parasitäre Fesseln. Jetzt müssen wir durch das Wasser latschen. Und dann kommen wir zu einem sehr, sehr coolen Ort. Die heilige Halle der Geheimnisse. Und da ist halt diese Lichtbringerin. Der Orden vom Meister der Gerüchte. Und da kommen wir später auch in so Spezialgebiete wie Riss des Kummers, Unterwelt. Ach, das ist hier schon? Genau. Könnte ich da nicht... Nee, es gibt mehrere Orte. Warum kann ich da nicht aufsteigen? Ne. Ja, ich verstehe es nicht. Es gibt in jedem Gildhaus-Teil so einen Ort. Und in Nightfall ist das. Yay. Und Z Schattenhof ist aufgestiegen. Und da war er schon Level 20. Ich glaube, meistens der Gerücht muss nicht aufsteigen. Ich weiß auch nicht. Okay. Jawohl. Nichts mehr rein. Heilige Halle der Geheimnisse. Da, jetzt geht das nämlich los. Jetzt können wir wieder neue Fähigkeiten bekommen. Nämlich die Lichtbringer. Aber die waren, glaube ich, nicht so gut. Ne? Da kann ich mich gar nicht mehr dran Und jetzt erinnern. Vergesst nicht, Sachen zu verkaufen. Und ich wollte schon seit Ewigkeiten das Identifizierungszeug haben. So wie... für einen Schrott. Nutzlose Hammer. Was los? Was los? Ich meine, wo kriegt man denn die Fertigkeiten? Sag nicht, die gibt's hier noch nicht. Oder bei anderen Typen. Da! Bei dem bestimmt. Hab ich schon geguckt? Nee, doch nicht. Lol. Was hatten wir für Erste? Die nicht so gut, aber for free? For free ist, sag ich mal, nicht nein. Sag nicht, die gibt's auch erst später. Weil die Gerüchtetypen, die gibt's auch später nochmal. Ich glaube, ich weiß, wo die bekommt. Oh nein! Das ist aber ein Spoiler, das soll ich nicht. Die bekommen wir in einem speziellen Gebiet. Was, Fun Fact, nicht hier zu sehen ist. Jetzt weiß, was ich meine. Die bekommen wir in einem Gebiet, ja, was nicht hier zu sehen ist. Jetzt weiß das. Ja, das dauert noch. Scheiße, sollen wir jetzt machen? Trefft Kehani im Vetenital organisiertes Fest Dingsbums zu Liz. Ja, aber wir sollen noch hier rein, oder nicht? Ich verstehe gar nichts mehr. Mann. Echt, schick's auch nicht. Jetzt wollen wir wieder raus. Das fühlt hin und her. Auf jeden Fall, was dem weiß. Ist ja auch angezweifelt. Der Meister der Gerüchte ist nicht der Lichtbringer-Champion. Doch, da hast du's ja. Kann sein, dass ich das angezweifelt schon, schon. Hatte, ja. Wohin jetzt? Erstmal jetzt hier hin. Yay. Kornkopfgeld. Ach du Scheiße. Anderes Gebiet. Du bist hier komplett durch. Ja, mal weiterlaufen, ja. Ja. Weißt du, was war sinnvoll, dass wir schon aufgedeckt haben? Weil heilige Halle der Geheimnisse. Wichtig. True. Da werden wir noch öfter hinkommen. Vor allem, wenn Guild Wars Nightfall durchgespielt hat, gibt es dann tatsächlich noch einen Helden, den man abholen kann. Was soll ich eigentlich machen? Weil wir planen ja, alle Helden zu holen. Alle Missionen. Alle Helden. Alle Gebiete, alle Dungeons. Das war der Plan. Boah, ey. Geblockt, geblockt, geblockt.
der blockt. Hey, es ist so dumm. Es ist so dumm. Vor allem, das ist eine 75% Chance. Ich habe gefühlt von 12 Hits einmal getroffen. 12 Hits einmal treffen ist nicht 75%, oder? Das ist viel, viel mehr. Ja, es kommt einem mehr vor auf jeden Fall, ne? Ja. Das ist einfach verarscher. Das ist wie bei Pokémon. Pokémon gibt es ja Donner. Die Attacke Donner trifft zu 70%, aber gefühlt trifft die nie. Diese Prozentsachen sind in Spielen richtig weird. Hier ist ein Boss. Der Leutnant. Lieutenant. Ich schau doch schon die ganze Zeit auf ihn drauf. Ja, ich twitch erstmal den Makronentor. Falle ein. Dämon. Yes. So, jetzt hau ich mal immer drauf. Goodbye. Gut, weil ich brauche Ray of Judgment. Oh, jetzt wird er gerade tot, kommt der nächste Ray of Judgment. Oh, es sind so viele. Ja. Sag nicht, dieser Makronitabogen-Typ hat auch irgendwie so eine Scheißhaltung. Nein, aber der hat mich unterbrochen. Was ist das für ein cooler Unterbrechungsskill? Wenn so ein Zauber ist, der noch deaktiviert für 10 Sekunden. Und den kann man spammen. Das ist ein guter Elite-Skill. Das klingt echt nicht schlecht. Das ist wirklich gut. Brauchst du was, wenn du gut Reflex hast für PvP? Ja. Weil ich das lieber mit Benommenheit gemacht habe. Oh, wie viele Gegner kommen denn hier? Ja, ist alles voll. Und das wird so ein Schnitter. Ja, aber erstmal Priester. Priester. Oh, da ist der Löwe. Oh Gott, den will ich haben. Weil später werden wir ein Tier mitnehmen. Aber Girl, nur Waldläufer können Tier mitnehmen. Du magst auch keinen Waldläufer im PvE. Wartet's ab. Seht schon staunt. Lebt der Schnitter noch? Natürlich. Oh Gott, das ist ein Shaker. Halb voll Energie. Okay, der Fisch könnte auch relativ tanky sein. Aber du kannst mir nicht erzählen, dass ein Derwisch so gut tankt wie ein Warrior. Kommt halt drauf an, was er fährt. Mit Schmerz hat, ne? Trotzen. Na. Ja, dann nicht. 150 Pokémon, ja, das sind wirklich viel. Doch, ich will Pokémon-Meisterin sein, das ist mein Ziel. Ohne Scheiß, Pokémon-Gegner. Du, mein Freund, du wirst keine Knochen nie mehr beleben. Ah! It happened. Mann. Nee, jetzt habe ich ihn unterbrochen, zum Glück. Einmal konnte ich es verhindern. Ich bin die Knochendiener-Verhinderin. Nee. Offizieller Titel. Ja. So, plötzlich Titel unlocked in Guild Wars. Für die Halle der, Halle der Monumente. Knochendiener-Verhinderin. Wow. Guck, da sind sie. Ah. Ja. Leichendiebstahl war das. Chilling Soundtrack hier. Egal wie schlecht es eingeht, dieser Soundtrack beruhigt einen immer. War schon damals so, ist immer noch so. Wegen der Soundtrack? Ja. Im Kampf nicht. Aber sonst. Keine Ahnung, ob das Gefühl, wir waren, seit wir hier drin sind, immer nur im Kampf. Darauf achten. Partyknaller! Let's get this party started! Hm.
Und nächstes Gebiet. Da muss man so eine Art Befehlstraining machen. Schon wieder? Nee, nicht mit Händen, musst du sagen. Ihr sollt euch da aufstellen. Ihr da. Und dann kommen verdammt viele Gegner. Hallo? Oh Gott, warum ist es dunkel? Hä, wo sind wir denn? Der mit Handy-Tor. Da, wo wir hin sollen. Jo, hier finde ich es manchmal ganz nett. Ja, das. Und Wahrheit hat es gefühlt. Nur Abwechslung zu bieten. Dann gibt es ein Gebiet mit Flammen-Gins, dann gibt es das hier. Einfach geil. Beste Gebiet im Spiel. Also ganz Wahrheit. Love it so much. Ja, der Soundtrack. Chillig. Ja, ist ganz nett. Fabi. Hier bin ich zu Hause. Girl, wo willst du wohnen, wenn du actually eine Guild Wars Welt wärst? Richtig. Ich wäre Prinzessin von Wabi. Bei diesen mega coolen, fancy Gebäuden. Da wäre ich. Und Tenna wäre in sein Lieblingsgebiet Ascalon. Das zerstört Ascalon. Wovon ihr schon gehört habt. Nein. Von Gwen. Da, der Typ hat doch... Ah ne, die Fähigkeit wollte es nicht mehr haben, ne? Das ist der Typ nämlich. Der hat, glaube ich, so ruhige Haltung. Aber ich habe ja jetzt eh kein Siegel dabei. Nee, nee. Genau. Was hat sie denn? Das ist ja noch nicht mal Caster, der Idiot. Naja, wir können ihn ja auch nicht zu Boden werfen. Wahrscheinlich weiß er das. Ich habe ihn gerade zu Boden geschmissen. Oh. Just saying. Der hat es nicht gecastet. Okay, das ist peinlich. Wow, der konnte ja gar nichts. Ruhige Haltung sagt, du kannst nicht zu Boden geworfen werden, ne? Ja, ja. Wow. Und ich schmeiß ihn permanent zu Boden. Das, was ich am besten kann. Der wird theoretisch der perfekte Runter gegen mich. True. But he failed. Hätte nur einen Knopf drücken müssen. But he just failed. Wie komme ich zu der unverhofften Freude? Wer sind eure Freunde? Lisa hat mir Missionen gewährt, Meister. Großziel betrachtet danach, unser Land in Herzen zu treffen. Diese Helden sind hier, um zu kämpfen. Wir benötigen eure Hilfe, mit jenen drei Fürsten ein Treffen einzufädeln. Ich meine armen Knochen sind so marsch wie ein Kühlfrohr. Warum würde ich euch, Mann, in diesen Kreuzzug folgen? Ihr braucht mein verkrüppeltes Gerippe, aber nicht rumzuschlemmen. Denn ich habe etwas, das euch nützlich sein wird. Kichani, mein Lieber, nehmt das mir ab. Seid ihr so gut? Ich bin so schwach. Was ist das, Heiliger? Priest. Geht um Festlichkeit. Glanz von Zerbrochen. Alle Fürsten werden dabei sein. Ach, da müssen wir jetzt schon hin. Wenn ihr sprechen wollt, so habt ihr nun Gelegenheit. Nehmt mal ein Lang geht. Wie ihr seht, könnt die kleinste Erschütterung diesen zerbrechlichen Körper zu Staub zerfallen lassen. Geht schon voraus. Zeigt euch einen der Priesterin Heiler. Führt sie in große Form von Wabi. Ich will noch etwas länger hier bleiben. Um etwas Zeit im Priester Jeschek zu verbringen. Ey! Du bist mit Gott verheiratet. Ich weiß was ganz genau, was zwischen euch jetzt geht. Habe ich nicht recht? Ich werde hier noch ein bisschen Zeit mit Priester Jechlek verbringen. Ich weiß ganz genau, was die beiden machen. Knattert das doch. Ah. You will die. Ja. Nur weil ein Priester nicht mochtest. Ah. Oh, nicht, dass diese veganen Gegner hinten noch kommen. Sie sind quasi Gegner aus dem Streugebiet. Diese Pflanzen nur auf komplett Steroids. Boah. Warum lebt der noch? Der Negro.
Wo müssen wir jetzt genau hin? Ach da. Oh Gott, so ein weiter Weg. Aber ich liebe Barbie. Ich gehe gerne hier durch. Ich love it so much. Perspektive Change. Von wegen weit. Ich glaube, wir sind jetzt schon da. Ups, sorry. Ja, aber dafür kommt dann das Forum Hochland. Genau. Das ist ein richtig großes, teilweise sogar weirdes Gebiet war. Und ultra viele Gegner. Wenn es das war, was ich denke. Glaube ich schon. Ja. Wow, dieses Gebiet ist insane. Das Gebiet hat zu clearen richtig Spaß gemacht. Weil, ja, sind ein paar Gegner. Nur ein paar. Das Gebiet hat ungefähr 300 Gegner. Wow. Beim Hard Mode steht das da ja sogar, wie viel fehlen. Stimmt, ja, so war das, ne? Das ist ja, ja voll cool. Wir können, by the way, theoretisch so einen Hard Mode machen. Weil, wenn wir es einmal geschafft haben mit dem engen Charakter, kannst du direkt schon Hard Mode machen. Aber. Warum? Wir machen das ja später eh. Eben. Mit den Gebieten. So zeigen wir euch Normal Mode und Hard Mode. Das komplette Programm gibt's hier. Oh, das sieht so schön aus hier. Oh Mann. Ich liebe Wabi. Wo gehst du hin? Gehst du da hin? Ich bin immer hier lang gegangen. Ach so. Vielleicht geht dein Weg auch, weil ich bin gefühlt immer den gleichen Weg gegangen. All die Jahre. Mit 100 Charakteren. Stimmt, schon öfter gemacht. Vielleicht geht der Weg auch. Wir können auch einen neuen Weg mal probieren. Ja, warum nicht? Ich bin halt immer hier oben lang gegangen. Ich vertraue dir mal. Das wäre eine gute Entscheidung, ist ihm zu vertrauen. We will find out. Ich bin gespannt. Ja, da bin ich auch lang gegangen. Ja, das ist, ich dachte, du willst hier. Wahre. Aber ich bin da oben lang gegangen und nicht hier, wo Millionen Gegner sind. Oh Gott. Oh. Guckt euch da oben die Karte an. Die ist rot. Wie bei deinen Destroyers, ganz Karte rot. Oh shit. Oh shit, jetzt sind wir sterben, ja. Ich mach meinen taktischen Rückzug. Nein, ich bin verkrüppelt. Game over, das war's. Ich mach keinen Rückzug. We will die. We will die as heroes. Oh, jetzt brauchen wir mal einen Judgment, Tod. Aber dringend. Wir kommen nach Valhalla. Oh. Goodbye. Hä? Ich weiß nicht, die haben mich irgendwie nicht gefokust. Ich konnte jetzt einfach durchboxen. Ach, hier ist auch noch so eine. Wunderschön. Boah, ich habe drei Froschgruppen gepullt. Nein, falschen Skill benutzt. Ups. Was hast du gemacht? Ja, ich habe drei Froschgruppen gleichzeitig gepult. Dreifach Jeep? Ah, nee, gepult. Ja, ja. Ich hab getötet. Nee, nee. Und die haben es trotzdem nicht geschafft gegen uns. Traurig, ne? Bedeutet, die Typen sind schwach. Schon mal vor, deswegen sind es ja auch so viele, aber im Hard Mode wäre es jetzt vorbei. Ja, das ist klar. Aber stell mal vor, wir hätten das gegen Dürrelinge gemacht oder so. Wenn die Puppen abgestellt sind, easy. Ohne Pumpen. Das hasse ich immer, wenn Nekromanten mir das geben. Das heißt nämlich, die gehen davon aus, dass ich jetzt sterbe. Das ist einfach Disrespect. Todesnova, oder? Ja. Meine Ingame-Freundin von damals, die hat sich auch mal aufgeregt. Mann, Cecil, die geben mir ja schon wieder Todesnova. Mach das doch aufhören, Cecil. Warum geben wir deinen Helden immer Todesnova? Mann, als ob ich sterbe, die war auch immer fest. Can relate to that. Echt ein bisschen makaber. Ja, ne? Sie hat recht, ne? Finde ich voll lustig. Ich meine, eben in diesem Combat waren wir gefühlt alle dem Tod geweiht. Aber der Sensenmann, es war heute nicht sein Tag. Es sollte nicht sein. Der hat so die Hände kriegen. Zahltag. Gesamte Gruppe von Ziel. Und dann? Nee. Doch, nö.
da ist ja schon der Palast. Ja. Wie gesagt, einmal durch diese Megagruppe durch und dann bist du da. Das Gebiet ist echt ziemlich groß. Wirkt jetzt voll klein, aber nicht mal die Hälfte von dem Gebiet. Yay, Wabi-Priester. Junge. Was? Nee. Das ist Wabi. Das kleine Mädchen. Okay. Wir haben Wabi erreicht. Oh, Wabi ist ein Level 2 Girl. Was wahrscheinlich nichts kann. Weil es ein kleines Mädchen ist. Ja, bist du blöd? Nee, bist du nicht. Wir müssen komplett rum. Oder wir haben den falschen Weg genommen. Ja. Na. Ah. Wir haben Wabi getroffen. Nein, der Typ heißt auch Wabi. Hä, das ist doch ein Bug, oder nicht? Wieso? Ein Wabi. Weil ein Wabi lebt. Nein, früher hießen die Wabi-Bauer oder Bewohner oder so. Naja, der hier ist Wabi-Priester. Wabi-Zigeuner. Wabi-Wache, Wabi-Edelmann. Wabi-Edelmann, der aber eigentlich eine Frau ist. Echt jetzt? Hier, wo ich vorstehe. Oh Gott. Vielleicht ist er auch ein Transvestit. Alles möglich. Oh Gott, bitte nicht. Hatte ich ja gar nichts von. So einfach so tun, als wäre eine Frau verkleiden und ja, wow. Willkommen, die Purpose. Nicht so meins. Aber Wabi ist auch so ein Gebiet der Schauspielerei. Vielleicht ist es ja gar nicht mehr so abwegig, dass ein Transvestit ist. Möglich wäre es, ja. Echt, ne? Klingt eigentlich sinnvoll. Wieder was Neues für Geld rausgelernt. Mann, du warst so schnell als ich. Tada. Stimmt. Hier war doch auch so eine kleine süße Quest. Nee, wir können schon weiter. Jetzt kommt eine richtig coole Mission. Oh oh. Mit Katzen? Nein! Das ist bei dir auch so krass? Ja! Eine weitere Detail, Leute. Boah. Das war der Teil der Giganten. Hallo? Er strengt sich auch ganz schön an, gerade bei mir. Bei mir doch auch. Oh, jetzt. Ich bin drin! Ja, bei mir ist schon Geräusch. Bei mir auch. Oh. Ja, gleich. Gleichzeitig. Nein. Guck, da würde ich denn wohnen wollen. Fürst Arntur der Starke ist da. Seine Hauptleute sind mürrische Gesellen. Das Mächt du der Weiche, seine Gelehrten und seine Tochter sind hier. Das ist Talkora. Talkora? Das ist Talkora. Mächt du's Tochter. Wussten wir das denn nicht? Boah, voll interessant. Das ist der coolste. Weil er hat voll den coolen Leibwächter, habe ich gehört. Nee, mir wurde gesagt, dass der eine Lusche ist. Aber man kann nicht so einfach zu einem Fürsten gehen und mit ihm sprechen. Wendet euch zunächst an ihren Hofstaat. Klingt ganz schön kompliziert. Wollt ihr lieber Monster bekämpfen? Ja. Die ist wesentlich zivilisierter. Freuen wir. Weniger gefährlich. Freunde, der Wabi ist so groß, dass sie drei Fürsten brauchen. Wie ridiculous ist das? Schon weird. Heftig, ne? Richtig heftig. Oh gut, Mac, jetzt dafür das Fest von Liz und Fremden noch dazu. Wie es aussieht, habt ihr nur eine Einladung, also müsst ihr getrennt gehen. Der Witz ist, glaube ich, das musst du wirklich alleine machen. Das heißt, wir machen ein Race quasi, ist das dämlich. Hey, warte mal, ich muss aber, bevor ich irgendwas anderes mache... Ja, das da machen wir auch nicht mehr in dem Part. Im nächsten. Ich muss eh zum Kaufmann. Ich bin ja, gerade so ein bisschen... Ich bin gerade so ein bisschen... aufmerksam. Kaufmann. Hätte ja auch eine Frau sein.
bei dem, was ich eben gesehen habe. Aber ja, wissen wir. Ich habe auch nichts eingesammelt geführt. Kacki. Ich habe so viel Kram. Ich habe viele Sachen hier reingehören. Granit, Tuchballen, Farbstoff. Ach, Granit habe ich schon 255. 250. Oh Gott. Cool, cool. I just love it. Ich bin durch. Gleich. Guck, die heißen jetzt farbig Kind. Sieht genauso aus wie die eben. Das ist die Mutter. Und die Mutter heißt Fabi. Ach komm. Okay, na gut. Obstkampf von T-Hawk. Getrennt, Leute, wir racen das. Das wird witzig. Im nächsten Part. Nicht verpassen. Daumen, falls euch gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr es gerne favorisieren. Ansonsten, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Stay awesome. Eure Sissi. Ciao. Oh, hallo, du bist ja immer noch da. Freue mich, dass du mich nicht einfach so im Stich gelassen hast und das Video bis zum Ende geschaut hast. Dich habe ich ganz besonders lieb. Und wenn du immer noch nicht genug von mir kriegen kannst, dann befindet sich hier oben die Playlist zur Videoreihe. Hier darunter befindet sich eine persönliche Empfehlung für dich. Und hier kannst du abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Außerdem kannst du natürlich mir auch noch auf den Social Media folgen. Bei Instagram, bei Twitter, bei Discord und bei Facebook und auch bei Twitch. Alle Links in der Videobeschreibung oder auf meinem Kanal. Viel Spaß!